Wieder einen wunderschönen prächtigen. Herzlich willkommen bei Hydroneer. Wir haben ja letztens hier aufgehört. Ich habe jetzt schon mal meinen Werkzeugständer aufgestellt. Sieht endlich viel, viel besser aus. Das heißt, ich brauche nicht mehr hin und her wuchten, das ganze Ding. Ich habe mir jetzt erstmal die ganzen Leitern hierher getragen. Das heißt, ich werde jetzt mal versuchen, so tief es geht, auch hier runter zu gehen. Damit ich endlich... Oh, ich hasse es ja hier so zu bauen, ne? Damit ich dann hier so straight runter, genau, das passt. So, wo ist mein Eimer? Das Einzige, was ich noch hätte, wäre ein größerer Eimer. Komm ich rüber? Ja, perfekt. Perfekt. Nehmen wir das hier mal weg. Und das hier. Ich hätte nur gerne einen größeren Eimer. Aber leider passt halt nicht viel mehr rein. Man könnte auch eins machen. Man könnte raus, rein in den Eimer einfach nur rauskippen. Und dann so einen großen Klumpen machen und nach, am Ende mit einem Hacken so einen kleinen zerbersten, aber das wäre mir zu viel hin und her. Also, da hätte ich gar keine Lust zu. Und ganz ehrlich, so, zack, zack. Gucken wir mal. Wir gehen jetzt immer tiefer. Normalerweise sollte da wieder nichts drin sein. Alles klar. Wer hätte das gedacht? Zack, zack, zack. Ja, immerhin etwas bigger. Kann ich auch einfach das hier so reinlegen? Also reinwerfen? Weiß ich jetzt nicht. Egal. Zack. Oh, ist das schön, diesen Sound nicht zu hören. Oh, das ging mir aber, wo ich auf Twitch gestreamt habe, ging es mir richtig hart auf die Glocken. Und da hat mir ein Zuschauer gesagt, hier, bau dir so einen Ventilverschluss ein. Und ich bin so froh darüber, dass er es mir gesagt hat. Weil da alles andere hätte ich, dieses flit, 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 dieses Geräusch, das geht mir mega hart auf den Keks. So, ist hier noch was? Ja. Also das Geräusch hier. Wenn man das rund um die Uhr hört, wird man leicht crazy und hat man echt keinen Bock, das rund um die Uhr zu hören, weil da wird man verrückt. So, zack. Und zu anderen Videoprojekten. Es wird demnächst auch wieder Satisfactory kommen. Nur aus privaten Gründen ging es gerade nicht zurzeit. Wir haben das alles auch dann im Stream gemacht. Also wir haben so einiges geändert. Könnt ihr euch schon mal gespannt sein, was wir alles da gemacht haben. Und ja, also wir haben es auf jeden Fall schon mal alles umdesignt. Und das werden wir auch in der nächsten Folge zeigen. Nur wie gesagt, aus privaten Gründen ging es nicht einfach so schnell und so einfach. Daher kommt es auf jeden Fall die Tage. Spätestens, ich denke mal Freitag, kommt die neue Folge Satisfactory. Und was ich gerne wissen will, für diejenigen, die mehr Ahnung haben als ich im Spiel, was auch nicht selten ist, bringt es was, überhaupt den Eimer voll mit Erde zu machen und dann das zu cleanen? Oder muss das wirklich so machen, dass man sagt, okay, es ist scheißegal, du kannst den Eimer und den Bottich richtig voll machen und dann reinhämmern, weil es macht gar keinen Unterschied. Oder macht es da hier schon Unterschied? Weil an sich müsste es ja vollkommen Rille sein, weil du ja die gleiche Menge hast, beziehungsweise immer denselben Boden halt, ne? Weil an sich sollte es normalerweise keinen Unterschied machen. Finde ich. Das ist ein dicker. Rum, hat man schon gehört. Riesenhoshi.
Oh, ich bin über die Schaufel sehr zufrieden. Die ist mega. Ich habe mich neu verliebt. Oh ja. Die Schaufel ist richtig, richtig, richtig schön. Dann, da schrubbt aber auch einiges weg, du. Diese kleine Mini-Furz-Schaufel da hinten. Zack. Ja, nee, von Eisen habe ich nicht genug. Das dauert ein bisschen. Ich würde gerne mal versuchen. Oh, falsche Taste. Ich würde gerne versuchen. Ich weiß nicht, ob das überhaupt möglich ist, den Eimer wirklich richtig randvoll zu machen. Und gucken, ob da was überquillt oder nicht. Weil ich gehe stark davon aus, dass man schon voll machen kann. Also man sieht ja anhand von der Grafik her oder von der Stapelung, dass es ja eben wird und nicht irgendwie dazwischen landet. Da würde ich gerne wissen, ob es da so ein Maximum gibt. Weil das wäre gut zu wissen. Zack. Eins. So. Oh, ich liebe die Schaufel. So. Ich würde gerne wissen, wie tief man kommt. Vielleicht gibt es irgendwo sagt, Edgy Badge. Dann hast du so eine Art so einen Enderblock. Und sagst du, nö, kannst nicht. Du kommst nicht rein. So, zack, zack. Wow. Also auf jeden Fall, die Schaufel, die macht es echt wett. Man kann, wie, was der für ein Loch macht. Also das bringt auf jeden Fall viel mehr als die Standardschaufel. Weil der macht ja richtig leer. Also den Boden. Oh Gott, ey. Sehr schön. Und das geht auch viel schneller jetzt. Sehr schön. Gut, gucken wir uns jetzt, was wir jetzt für ein Cleanout haben. Das sieht doch mal nice aus. Oder? Ja, schon mal zwei fette Klumpen. Ich würde gerne schon mal noch ein bisschen mehr haben, ne? Aber man kann nicht alles haben, ne? Wow, so ein Furz. Ich weiß nicht, was hier mehr Sinn macht. Macht es hier Sinn, so einen großen Eimer mit Bottich zu machen oder nicht? Das weiß ich nicht. So, ja. So, den Eimer. Zack. Na, geh doch mal ran hier, du Frosch. Geht doch. Naja. Besser wie nix. Nein. Zack. Boom. Oh nein. Jedes Mal dasselbe. Ich bin einfach gewohnt, alles mit E zu machen. Weil für mich eigentlich E die Anbau-Abbau-Geschichte ist und links die Aktionstaste. Also von anderen Spielen. Und ich vertausche das jedes Mal. Ey, das geht mir so hart auf die Glocken. Aber wir versuchen jetzt mal den Tiegel wirklich. Ich weiß nicht, ob es ein Maximum gibt. Für diejenigen, die es vielleicht schon wissen, sag mir bitte Bescheid. Weil ich will versuchen, alles, also diesen kompletten Tiegel voll mit Gold zu machen. Ob es Sinn macht. Ob es wirklich Sinn macht, sowas zu machen. Bei meinem Glück eher weniger. Aber die Hoffnung stirbt zuletzt. So. Oh, diese scheiß Cleanouts. Gebt mir noch mal so einen richtigen fetten Klumpen, ey. Immer noch nicht.
Ah, doch jetzt. Ja, so langsam kommt so ein dicker Klumpen. Und wie gesagt, ich habe auch so eine schöne große Laterne geholt. Die macht auf jeden Fall alles wett. Keine schön. Wo ist mein scheiß Eimer? Ach so. Na toll. Zack. So. Laterne ist richtig schön hell. Ich glaube aber vom Radius her ist eigentlich genau identisch wie zu diesem kleinen Laterne. So. Zack, einmal. Ist das schon voll? Ja. So, zack, zack, zack. Wird auf jeden Fall. Hallo Schwester. Na? Ich will auf jeden Fall demnächst auch so machen, dass ich dann endlich. Was heißt endlich? Also ich bin noch ganz ziemlich frisch im Spiel. Ich will das auch ein bisschen mit dem Stream kombinieren. Weil ich sonst komme ich einfach dazu nicht. Aus privaten Gründen, weil ich das einfach zeitlich gar nicht hinhauen kann oder hinkriege. Das heißt, ich will das ja auch gleichzeitig. Ich hasse das hier, ne? Gleichzeitig mit dem Stream verbinden. Sprich, on Stream werde ich so gesehen die Cleanouts machen. Hier in Game werde ich versuchen, die einzelnen Bauelemente zu machen. Sprich, so ein Automatismus muss es hier geben. Also, ich habe es ja halbwegs gesehen. Ich bin mir nicht sicher, ob es das ist. Aber ich habe so ein paar Maschinen gesehen. Weil sonst wüsste ich, wofür die sonst sein sollten, weil man macht hier nun mal nichts anderes außer Gold schürfen. So, zack. So. Das wäre so gesehen mein Maßstabplan, um im Spiel voranzukommen. Und ja, wie gesagt, die Tage wird dann auch so ein paar andere Projekte kommen mit der Swirlia. Wie gewohnt. Also nicht nur Satisfactory, sondern auch ein anderes Spiel. Seid gespannt. Da bin ich echt gespannt, wie das wird. Weil ich kenne mich da absolut null aus. Was ist das für komische? Egal. Boah, ernsthaft jetzt. Also auf jeden Fall gespannt. Da kommen so ein paar schöne Sachen noch mit dabei. Wo wir Survival bzw. Koop-Spiele machen. So. Wird auf jeden Fall lustig. Also, immer dabei sein, aktiv und dann seid auch nicht passiv. Oh, ja. Gibt es hier noch dickere Klumpen? Also so richtig, richtige Fettarschklumpen. Nee, egal. Guti, dann würde ich sagen, werde ich demnächst im Stream das ein bisschen vorbereiten, ein bisschen weitermachen vor allem. Weil so mache ich mal das gleich mal abbauen hin und her und hat man nicht gesehen. Und ohne Gold kann ich auch nichts machen. Also man braucht auch schon ein bisschen finanzielle Geschichten. Kann ich gleich bald noch eine Leiter runterbauen. Und ja, es wäre nice, wenn ihr das einfach mal verfolgt. Auch in anderen Let's Plays mal reinschaut, sei es Satisfactory, beziehungsweise eine andere Spiel, das will ich noch nicht sagen, das dauert noch ein bisschen, da muss ich halt noch ein bisschen abwarten. Und ja, wie gesagt, lasst gerne mal ein Like und ein Abo da, würde mich auf alles freuen, auch auf Kommentare, schreibt mir rein, wie ihr oder was ihr zum Spiel haltet, vor allem mit den Relikten. Ja, das ist ein vorproduziertes Spiel, das heißt, es kann sein, dass da schon eine Antwort ist, muss es aber nicht, ne? Deswegen wäre nice to know, wenn jemand weiß, was ich mit den Relikten wo aufstellen muss. Ob ich da irgendwas aktivieren muss, soll ich es noch irgendwie reparieren? Ich habe keinen blassen Dunst. Also in dem Sinne sage ich, wünsche euch einen wunderschönen, sage tschö mit Ö, euer Keule. Ciao, ciao.